schön wieder zu Ha? Dieses Haus ist ein Krisengebiet. Meine Familie kann hier nicht einziehen. Du hast recht. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Ich nehme das kleine Schokoküsschen hier. Was ist hier passiert? Dein Haus hatten viele Leute gemietet. Brian Reynolds, Chevy Chase und Dan Aykroyd. Es war auch mal ein Waisenhaus, vor dem Kinder verzweifelte Lieder gesungen haben. Wir sind zu alt, um adoptiert zu werden. Niemand will einen Neunjährigen. Schnauze, ihr Missgeburten! Cleveland, wo soll ich den Spiegel aufhängen? Etwa hier? Vielleicht etwas höher. Oh, gern. Etwa so? Ich glaube, noch höher. Zu hoch ist aber auch nicht gut. Vielleicht machst du lieber was anderes. Bist du sicher? Ich habe schon die ganzen Bilder aufgehängt. Die Bude hier wird langsam richtig wohnlich. Hey, Cleveland, was ist das? Das ist mein Perlenvorhang. Sieht doof aus. Willst du mal durchgehen? Wie fühlst du dich? Super! Wie ein Koffer, der am Flughafen rauskommt. Ja, oder wie eine Wanze in der Frisur von Stevie Wonder. Du musst deinen Ärger kanalisieren. Ich zum Beispiel werfe immer was in eine Menschenmenge und lasse es wie ein Unfall aussehen. Oh! Hab vergessen, es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Hey Leute, entschuldige Peter, ich verschwinde wieder. Nein, ich geh schon, ist okay. Was ist hier los? Haben sich eure Pimmel berührt oder was? Schön wär's. Nein, unsere Frauen haben sich gestritten und uns verboten, dass wir uns sehen. Dann sollen sie doch streiten. Was hat das mit euch zu tun? Naja, ich muss mit Donna leben. Oh, da ist sie. Oh nein, Peter, schnell, Pigmente tauschen. Ich darf dich nicht wieder verlieren, Cleveland. Denn du bist mir näher als meine eigene rechte Hand. Oh mein Gott, wirklich? Du magst auch Rührei? Dann hau rein, Kamerad. Oh, das war ein bisschen viel auf einmal. Schling nicht so. Oh mein Gott, er erstickt. Danke, dass Sie da sind. Dankeschön. Danke, dass Sie gekommen sind. Warum du es für angebracht hieltest, hier aufzutauchen, Cheryl, weiß ich auch nicht. Ah, verflixt! Wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind, Sir? Peter? Hey, Cleveland, das ist ein Trick, damit wir reden können, ohne dass Lois und Donna es merken. Würden Sie bitte aussteigen, Sir? Peter, es muss eine andere Möglichkeit geben. Er hat ein Messer! Au! Tut mir leid, es muss echt aussehen. Unten bleiben! Au! Jetzt versuch, meine Waffe zu nehmen. Oh, du willst an meine Waffe ran, was? Au! Hey, Jungspund, lass mir was übrig.